Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir sind immer noch auf Euboea unterwegs und ich sehe, dass ich noch einen Ort nicht entdeckt habe. Das muss ich mal schnell nachholen. Das Schiffswrack sollen wir sowieso noch erkunden. Vielleicht ziehe ich das der Festung vor. Mal gucken, was der hier sagt, wenn ich ihn einfach Attentaten würde. Ich töte ihn einfach. Hast du Bock mitzukommen, Freund? Okay, ich kann einfach so. Also wenn ich ihn mitnehme, dann plündere ich einfach auch. So, ja, mein Ziel ist es gerade erstmal, doch das da vorne zu machen, damit wir den mittleren Teil des Orts machen und dann vielleicht ins Wasser springen. Mal gucken, worauf ich mehr Lust habe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Schaden an dem mache. Habe ich ihn auch noch gekrittet währenddessen? Also, ich habe mir kritisches Attentat gemacht, aber kann ich den Schaden nochmal kritten, weil eigentlich hätte nur seine halbe Lebensleiste weg sein sollen, maximal. Söldnerkapuze, so eines haben wir auch als Grabtor von Penelope, das ich auch in meinem Schiffslager gelagert habe. Weil ich ja gerne so, nicht selten, also so einmaligen Stuff sammle, aber in jedem Spiel. Obwohl es halt meist komplett nutzlos ist, weil man die Dinger nie wieder benutzt. Und halt doch irgendwie was Besseres sein findet. Das ist nicht mein Problem. Erst gucken, was es hier Schönes gibt. Ich tippe auf dem Lager von irgendwelchen Leuten. Oder Tier. Okay, es sind auch von irgendwelchen Leuten. Militärlager. Sind die eigentlich leerer, wenn mehr Leute, also wenn der Ort geschwächter ist? In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Komme ich hier irgendwo rüber? Also eins habe ich ja, hier vorne geht zum Beispiel. Habe ich da vorne auch gesehen. Wo gehst du hin, Freund? Ich kann dich einfach töten und ich würde nämlich niemanden finden. Den wir haben ja diesen dummen Skill gekauft. Okay, die machen gerade Ablösung der Wache oder was? Der eine steht auf und der eine haut ab. Oder kommt her. Aber nee, der, oder er legt sich hier schlafen. Das kann natürlich auch sein. Was macht der da komisches? Okay, der hat einfach nur das Bett gewechselt. Interessant. Absolut verständlich. Okay, habe ich fast gesehen. Da sind auch noch welche. Suchst du deine Freunde, die du nicht finden wirst? Warum steht die auf? Geht gerade die Sonne auf? Ist Schichtbeginn? Du solltest Tag und Nacht mit ihm üben. Deine Schildarbeit ist furchtbar. Es interessiert ihn gar nicht, dass sein Kumpel, mit dem er gerade gesprochen hat, nicht mehr spricht. Muss ich eigentlich nur irgendwas looten? Ja, da vorne ist der Schatz, gut. Ich glaube, ich kann einfach offen rumlaufen, weil, wieso nicht? Der Typ ist ja weit genug weg gerade noch. Großplatz des Ares, okay, diese Ares-Dinger kann ich glaube ich auch wegschmeißen, weil ich habe auch noch, waren es Handschuhe des Ares mit oder sowas? Die sind halt eigentlich komplett nutzlos, weil ich glaube, die finde ich halt immer wieder und die sind keine irgendwie Legendary-Dinger. Okay, man muss das wirklich direkt am Anfang machen, wenn man es so macht. Also, wenn man dann das kritische Attentat machen will. Okay, dann haben wir das geschafft.
Dann können wir jetzt eigentlich doch nach hier oben laufen, ne? Das hatte ich ja eigentlich vor. Ich habe schon genug Zeit damit verschwendet, da rumzuwuseln. Wir müssen wahrscheinlich jemanden da raus eskortieren. Ich bin nicht im Sperrgebiet, ich bin rausgelaufen. Okay, ich gedacht, da springe ich jetzt irgendwie runter und voll auf die Schnauze, aber nö. Ja, du kannst mir gestohlen bleiben, Freund. Okay, hier gehe ich wieder langsam, weil... Denke... Das war so geholzt. Cool. Ich dachte eigentlich für einen kurzen Moment, dass es Stein wäre. Und ich dachte so, ja, eigentlich Stein brauche ich nicht. Aber es war doch Holz. Holz ist cool. Hallo, Herr Esel. Die Ruinen sind eine stete Erinnerung an die Verwüstung, die die Perser uns brachten. Ja, das stimmt. Wovon du eigentlich nichts weißt, weil du in Kefalen ja dein ganzes Leben warst. Okay, am besten reite ich jetzt einfach diese Straße weiter. Und jetzt können wir wieder schnell reiten. Endlich. Führt mir die Straße überhaupt dahin? Ja, über einen Umweg. Stimmt, ich bin einfach runtergesprungen, glaube ich, als ich da oben war. Aber wir kriegen den Weg auch normal hin. Klar, ich könnte so welche Schleichwege suchen und dann irgendwie durch den Untergrund da rein. Aber ich weiß nicht. War ich nie so wirklich ein Fan davon, das Assassin's Creed zu machen. Da war schon wieder Holz, glaube ich, was ich nicht einsammeln konnte, weil ich zu langsam war, aber vielleicht krieg's jetzt noch. Ja, doch. Die paar Schritte geht doch gern zurück für 5 Holz. Wie viel Holz haben wir eigentlich mittlerweile? Ich glaube, wir können ja Sachen aufrüsten. Und wir haben 700 Holz, das ist cool. Ich glaube, Pfeilsalven ist cool. Das kostet aber auch richtig Asche. Feuerschaden bin ich eigentlich gar kein so ein großer Fan von. Verbesserung, das ist mir viel zu teuer. Außer der Ruder werde ich mir gleich erstmal kaufen. Rammschaden fühle ich auch nicht so. Pfeilschaden, Schwachschaden, jetzt machen wir das hier noch hoch. So, genug Geld ausgegeben, haben wir noch 12.000. Also vielleicht macht es doch Sinn, irgendwann demnächst mal umzusteigen von Sachen zercraften auf Sachen, sagt doch schnell, Sachen zu verkaufen. Bringt zwar nicht so viel Geld, aber... Also nicht einmal so viel Geld, aber Kleinvieh macht ja auch Mist. Kriegen wir schon irgendwie hin. Okay, da ist dieser Eingang. Also ist gar nicht so viel los hier, wie ich dachte. Also kann es nicht sein, dass ich einfach noch nichts gesehen habe davon. Okay, sind alle da hinten, deshalb wahrscheinlich. Es ist schon eine ganze Menge hier los, klar. Aber nicht so viel, wie ich dachte. War kein Schrittpenner. Ich kann ja mal durch diesen Untergrund gehen. Um zu gucken, wo ich da rauskommen würde. Ich kann einfach so springen, das ist ja cool. Ich hatte gerade, da greift mir irgendein Vieh an, aber es war mein Schatten. Er ist ja vom eigenen Schatten erschreckt. Okay, hier ist zu. Interessant. Und ja, ich muss darauf auch achten, dass ich zeitnah den Alarm ausschalte. Ich glaube, mein Problem mit diesen Dingern ist immer, wenn ich dann hier so reinklettere, dann bin ich jetzt mitten in der Base irgendwo, kenne mich noch gar nicht aus. Der ist jetzt halbwegs abgelegen, aber sonst ist man irgendwie halbwegs in der Base drin und dann kennt man sich da nicht aus und kommt dann schlecht wieder raus und musste dann erstmal gucken, wo man überhaupt lang kann oder wo man herkommt oder sowas und deshalb gehe ich meistens diese Wege nicht. Weil dann kann ich, wenn ich hier so einen Weg reingehe, töte ich halt alles und dann ist er erstmal frei und dann kann ich da ganz entspannt lang. Ich glaube, ein paar Mal ausweichen ging das, ne?
Okay, der macht wieder Haier, verständlich. Ist ja auch schon spät. Oder eher gesagt früh, aber er hat wahrscheinlich die Nachtschicht. Also das ist doch lächerlich. Ich gehe hier ganz mal rum und die entdecken mich. Natürlich hier halt einfach. Okay, da kommt mein Bogen nicht ran. Interessant. Ja, wenn ich diesen Weg gehe, kann ich gut an die Mauer gehen. Ich hätte das Ding dann looten können direkt. Dann hätte ich nicht zurückgemusst. Ich hasse mein Leben, ey. Okay, der überlebt das. Das ist Mist. Da muss ich hoch dann. Ich darf natürlich nicht auffällig werden, weil ansonsten hauen die mir auf die Fresse. So, eigentlich hätte ich ja schon zwei haben können. Und wenn die mir auf die Fresse hauen, dann muss ich den auf die Fresse hauen und dann kommen wieder diese komischen Leute her. Gibt es da wieder so ein Edentuch, dass ich, wenn ich stillstehe, unsichtbar werde? Wäre auf jeden Fall interessant. Also würde es zu diesem ganz anderen mystischen Scheiß halt passen. Ja, warum haust du einfach ab? Also warum... Du wolltest irgendwann noch woanders hin. Natürlich musste ich jetzt da hinstellen. Der eine schläft und das ist, glaube ich, gut. Aber der wird wahrscheinlich auch gleich aufstehen. Okay, den Polemarchen soll ich erst am Ende töten, weil der ist halt sehr stark. Attentäterrüstung, die sieht cool aus. Ob die cool ist, kann ich jetzt aktuell noch nicht sagen. Ja, der wartet, dass er jetzt einfach spontan umdreht auf der Leiter und mich sieht. Okay, der Typ ist aufgewacht, was echt schlecht für mich ist. Okay, das lief gut. Den hätte ich natürlich mitnehmen. Kann ich immer noch mitnehmen, oder? Oh ne, er ist gestorben. Warum auch immer. Aber ich soll sein Leich vielleicht verstecken. Ist halt nur die Frage, ob die in sein Gemach reingehen. Wäre natürlich nicht so gut für mich, wenn die es machen. Weil dann finden die Leiche. Aber wir haben ja zum Glück das Schwerste ist hinter uns, würde ich sagen. Der hat's hinter sich. Ich wollte schon sagen, wenn das Abteil nicht klappt, Junge, wäre ich richtig sauer. Weil eigentlich habe ich direkt Y gedrückt und es kam auch kurz, aber wahrscheinlich dann wieder direkt nicht. Egal, es läuft ja mittlerweile. Weggejietet. Hallo, ich habe gesagt weggejietet. So, jetzt ist er weg, der Penner. Hallo, Freund. Okay, ich wollte schon sagen, wenn du jetzt nicht verschwindest, ist echt doof. Weil dann ist mein Angriff nicht mehr so toll. Aber ist ja ein normales Attentat eigentlich. Nur halt irgendwie von weiter weg aus ausgeführt. Auch dem einen Turm. Liegt doch noch einer, oder? Die können da immer noch hochgehen. Und ich muss doch Gefangene befreien, 5 Stück. Wo sind die denn? Habe ich die schon markiert irgendwo? So, da oben sind nochmal Kriegsverräte. Okay, sind alle da. Interessant. So, du könntest deinen Freund theoretisch sehen. Muss ich mal gucken, ob ich dich direkt töte. Nee, dem muss ich jetzt einen Crit geben.
Aber ist jetzt somit kein Problem. Der ist müde und macht gerade eine Runde Haier. Den können wir dafür mal schön ausschalten. Ah, das ist der Startschatz, den nehmen wir natürlich mit. Okay, 2000 Drachmen, fühle ich sehr. Was ich ein bisschen schade finde, wenn man das Attentat auf Distanz macht, sieht man nicht, wie viel Schaden man machen würde. Weil wenn ich das so mache, sehe ich ja direkt, ob ich ihn töten würde oder nicht. Wenn ich das da unten jetzt planen würde auf den, würde ich es nicht sehen. Das wäre gut gewesen. Aber Entwicklungsmaschinen? Nö, das kriegst du nicht. Okay. Was müssen wir jetzt noch tun? Den da oben? Kann ich den so? Nein. Natürlich nicht. Schade. Ah, kommen die her? Was war das? Alles gut. Mord. Du hast nichts gesehen. Warte mal, die Bauern verraten mich? Die Bauern, die ich hier retten soll? Das ist doch lächerlich. Okay, es lebt nur noch einer. Und das war's, oder? Gucken wir mal kurz. Wir fangen mit Fragen. 5 Stück. Ich soll dir helfen, nachdem du mich angeschissen hast. Penner, dann haut ab. Alle. Das Türchen bleibt ja schön drin. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich bin dir sehr dankbar. Egal, was passiert, geh einfach weiter. Ich lasse dich nicht sterben. Ich kenne einen geheimen Weg hier raus. Es kommt mir vor, als würden die mich alle 2 Wochen hier einsperren. Snook kennt all diesen Weg, außer anscheinend die Leute, die dir sichern könnten. Na, Quest, dann kann ich auch mal die anzeigen, ne? Anstatt dass ich die ganze Zeit die andere Quest anhab. Hätte ich vielleicht auch direkt immer im Vorhinein machen können, aber naja, ist ja nicht so schlimm. Ich finde es auch gut, dass sie weiter schneller sind als ich. Also alle, auch er. Wie er sprintet. Ich kann nicht so sprinten. Freund, warte. Sonst können die schnell genug gehen, also nicht langsam genug gehen, aber jetzt sprinten die richtig vor mir weg. Junge. Es ist schon Sicherheit. Wie weit willst du noch in Sicherheit? Wir müssen die Straße erreichen. Wir sind auf der Straße. Oder was für eine Straße willst du denn? Wer bist du denn? Jemand mit Doggo? Okay, wir haben fast die Straße erreicht. Und schon reicht denen das aber. Du hast mich gerettet. Überrascht? Es ist nur, du siehst eher wie eine Mörderin aus, nicht wie eine Heldin. Ein Mann namens Agapios glaubt, du könntest den Eisvogel identifizieren. Wenn ich herausfinde, wer er ist, kann ich die Messer aufhalten. Ah, also willst du eigentlich Euboea retten? Trotzdem, danke. Was weiß sonst über noch über Messer? Ich muss so viel wie möglich über die Messer erfahren. Sie sind so ehrgeizig und gierig ohnegleichen. Sie sind wie Piraten, nur organisiert, vermögend und mit guten Verbindungen. Womöglich gibt es mehr Hintermänner als nur den Eisvogel. Zwielichtige Organisationen auszuschalten ist meine Spezialität. Sag mir, was du über Eisvogel weißt. Du musst mir alles sagen, was du über den Eisvogel weißt. Er kam zu mir. Der Eisvogel mit seinen Schergen. Und wollte Steuern eintreiben. Ich habe ihn bezahlt und reich gemacht. Wenn ich dir seinen Namen sage, bin ich ein toter Mann. Sag ihn. Ich kann nicht, was er mir antun würde. Und meiner Frau. Sag seinen Namen. Neritos. Sein Name ist Neritos. Aber du musst ihn aufhalten.
Agapios Bruder. Er ist es. Ich muss immer noch Agapios hinweisen nach ihm. Musst du das? Wir wissen doch schon, wer es ist. So, wir haben hier noch den Typen, den ich töten könnte. Ich habe keine Ahnung, was er in die Geschwindigkeit gucken, was er hat. Höherer Schaden durch Nahkampfangriffe und setzt Feuerangriffe ein. Ja, gut. Machen wir auch irgendwie so ein bisschen. Nicht quasi, ich wollte die Karte haben. So, ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir nach hier, machen das und machen dann vielleicht erstmal den Quatsch hier weiter von Agapios. Also sagt dann bestimmt, jo, müssen wir legen. Dann lege ich den. Je nachdem, ob er jetzt da oben ist, weil er könnte ja auch hier im Steinbruch sein oder ob er hier unten irgendwo ist. Ja, werde ich mal spontan entscheiden. Aber ich würde erstmal sagen, das reicht für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.